Hallo. Sie müssen hohes Gras, Sträucher, Hecken oder andere Pflanzen in Ihrem Garten, Wald oder im Park schneiden? Wir haben viele Lösungen, wie zum Beispiel Brushcat, Freischneider, Forstmaschine oder Schlegelmäher für den Minibagger. Aber konzentrieren wir uns heute auf den Schlegelschneider von Bobcat. Wir haben drei Modelle, 155, 175 und 200 cm, die auf jeden Lader vom T450 bis zum T86 passen. Ich habe hier das kleinste Modell, FC155, mit dem Bobcat T450 Raupenlader. Ich zeige Ihnen, wie der Schlegelschneider funktioniert und wie man ihn benutzt. Wir haben eine einzigartige Dreipunktaufhängung, um dem Terrain ideal zu folgen. Hier ist der Bobcat Hydraulikmotor, bei dem Sie den Durchfluss des Auslegers je nach Durchfluss Ihrer Maschine einstellen können. Unter dieser Abdeckung befindet sich der Riemen und Sie müssen den Durchfluss einstellen, um die maximale Drehzahl von 2200 Umdrehungen pro Minute auf der Achse zu erreichen. Die Achse hat viele Mini-Hammerzähne. Vergewissern Sie sich nur, dass Sie scharf und richtig auf der Achse angezogen sind. Die Bedienung ist super einfach. Sie müssen den Ausleger auf dem Boden absetzen und los. Wenn Sie ihn anheben, stoppt die Sicherheitsvorrichtung automatisch die Rotation. Steigen wir nun in die Kabine und ich zeige Ihnen, wie man das Gerät benutzt. Motor starten, zum Bedienen drücken, aktivieren Sie den Hilfsantrieb, nur Standarddurchfluss. Sie können die Motordrehzahl erhöhen. Setzen Sie Ihr Anbaugerät ab und lassen Sie etwas Platz, um dem Terrain folgen zu können. Starten Sie dann die Rotation durch Drücken des Abzugs. Jetzt können Sie loslegen. Behalten Sie eine gute Geschwindigkeit bei. Achten Sie immer darauf, dass der Ausleger immer in Kontakt mit der Oberfläche ist. Damit können Sie jetzt bis zu 6 cm Durchmesser schneiden. Wenn Sie ein größeres Material haben, müssen Sie es einfach öfter überfahren, um das beste Ergebnis zu erzielen. So, die Arbeit ist getan. Das ging schnell. Dieser Ausleger kann bis zu 6 cm dicke Bäume schneiden. Aber für ein optimales Ergebnis empfehle ich, die gleiche Stelle öfter zu passieren, vorwärts und rückwärts. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst mir einen Kommentar und bis zum nächsten Mal.